Ja, servus Leute und herzlich willkommen. Ich bin die Jessie und ich muss euch sagen, ich habe heute tierisch Schiss. Warum ist das so? Ja, wir sind jetzt hier von SEAT eingeladen und dürfen heute den Cupra Formentor fahren. Ich habe euch den ja damals in einem Studio vorgestellt und dabei habe ich mir dann gedacht, vielleicht wäre es ja ganz schön clever, wenn ich nicht den fahre, sondern wir haben ja einen prominenten Gast dabei und zwar den Matthias Ekström. Mit dem fahre ich jetzt mal eine Runde. Falls ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Ihr findet uns nicht nur hier auf YouTube, macht gerne die Glocke an, sondern auch auf Instagram, Facebook und TikTok. Abonniert uns auch da. Dann würde ich sagen, springen wir mal rein und ich hoffe, ich muss nicht kotzen. Los geht's! Aber bevor es jetzt mit meiner ersten Fahrt mit Matthias Ekström losgeht, zeige ich euch noch den Cupra Formentor kurz optisch. Ich würde sagen, ihr kommt mal mit. Jetzt schauen wir uns aber unseren mattgrauen Cupra Formentor hier an. Die Farbe heißt Magnetic Tech Matt. Ziemlich schwer auszusprechen. Es gibt insgesamt 9 Lackfarben. Einmal das Blau in Matt, einmal dieses Grau in Matt und noch viele andere Farben. Ich persönlich finde dieses Matt ziemlich cool, aber wenn man sich jetzt überlegt, im Alltag damit mal in so eine Waschstraße zu fahren, relativ schwierig, weil man dann relativ schnell Kratzer drin hat. Aber optisch ist sie natürlich Hammer und passt auch super zu diesen ganzen kupferfarbenen Elementen, die wir ja typischerweise beim Cupra haben. Hier in der Mitte dann sehr präsent das Cupra-Zeichen mit einem Carbon-Look drumherum. Mir persönlich gefällt es auch sehr gut, aber ich bin auch ein Mädchen, ein Girly. Ich stehe eben auf Kupfer. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem kupferfarbenen Trend oder eben kupferfarbenen Design bei Cupra haltet. Dann haben wir hier passend dazu in einem Klavierlack nochmal den Kühlergrill, drumherum auch nochmal ein etwas anderes abgesetztes Grau, was ganz gut zu diesem Mattgrau passt. Hier unten dann nochmal die Lippe in dem Klavierlack und wir haben hier noch ein paar Lufteinlässe, richtige Lufteinlässe und auch angedeutete Lufteinlässe, die das Ganze sehr sportlich aussehen lassen. Ja, runde Nebelscheinwerfer und hier, ihr kennt es ja auch von den ganzen SEAT-Modellen schon, eine wirklich schöne Signatur des Lichts. Schaut da mal rein, die finde ich ganz schön. Die haben super viele Details drin. Hier auch dieses kleine Muster, was wir da haben. Und für mich ein wirklich sehr schönes Auge, was dieser Cupra Formentor eben hat. Dann gehen wir jetzt mal hier ins Profil und schauen uns hier mal die Räder an. Kommt mal hierher. Hier haben wir jetzt eben einmal die Brembo-Bremse drauf. Und wir haben hier in der Mitte das Cupra-Zeichen. Wir haben hier auch nochmal kupferfarbene Elemente. Und wir haben jetzt hier 19 Zöller drauf. Ich finde, die stehen ganz gut da im Rathaus drin. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich finde, es sieht gut aus. Wir haben hier auch nochmal ein kontrastlackiertes Rathaus, was dann aber auch hier runter geht. Und eben auch genauso wie vorne um den Kühlergrill herum und auch hier in der Spiegelkappe ganz gut zu dem Matt passt. Wir haben auch hier typisch SEAT bzw. typisch Cupra ja die spitzen Spiegel. Wenn ich jetzt hier im Profil stehe, kann ich euch kurz sagen, wir haben jetzt hier eine Progressivlenkung und wir haben auch ein adaptives Fahrwerk, also ein DCC. Und dann gehen wir mal hier nach hinten. Wir haben hier übrigens auch noch eine Dachreling in dem Klavierlack, was gut aussieht. Die Fenster hinten sind abgedunkelt und auch nochmal hier einen dunklen Rand um die Fenster. Und ich finde, das Auto wirkt wirklich böse, sportlich, aber irgendwie auch nicht zu drüber. Also dieser Mix aus den verschiedenen Farben gefällt mir sehr gut. Hier hinten haben wir dann wunderschön das durchgezogene Lichtband, das wir euch auch schon beim Leon gezeigt haben beispielsweise. Das ist jetzt hier serienmäßig dabei beim Cupra. Wir haben hier dann auch nochmal das Cupra-Logo, ja mit diesem Carbon-Look. Cupra steht auch nochmal im Klavierlack ziemlich schön da. Sehr präsent haben wir hier unten. Jetzt wird es super spannend. Einmal einen ziemlich breiten Diffusor und 1, 2, 3, 4 echte Endrohre, echte Endtöpfe. Da ist nichts kalt, was ich wirklich super finde. Und ich würde sagen, ihr bleibt dann noch kurz drin. Ich springe rein und zeige euch noch den Sound. Und
was sagt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber jetzt springen wir mal noch vor. Ich zeige euch noch kurz die Rückbank. Und wir gucken mal, ob ich mit meinem 1,64 Meter genügend Platz habe. Rutsch hier mal durch. Und ihr seht, ich fühle mich wie in einem großen Wohnzimmer. Ich habe genug Platz. Wir haben hier hinten jetzt ja teilweise Leder, teilweise Stoffsitze. Die sehen wirklich sehr qualitativ ausgeformt aus. Hier gibt es wirklich auch nichts zu meckern. Ich sitze bequem da. Wir haben auch hier in der Mitte nochmal eine Mittelarmkonsole mit zwei Cupholdern und haben auch nochmal für alle Skifahrer da draußen, ich mache es mal auf, eine Durchreiche. Hier mache ich nochmal zu. Hier vorne haben wir dann nochmal eine Klimaanlage für hinten und zwei USB-Anschlüsse, die ganz praktisch sind. Und vorne haben wir die Schalensitze. Aber jetzt springe ich nochmal kurz raus. Ich zeige euch noch kurz den 420 Liter fassenden Kofferraum. Den darf man natürlich auch nicht vergessen bei dem Ganzen. Hier unten geht er auf. Und da könnt ihr auch mal mit mir reinschauen. Wie gesagt, ihr habt es hier von hinten schon gesehen. Wir haben jetzt hier auch die Möglichkeit, die Rückbänke umzuklappen. Das mache ich jetzt mal schnell. Einmal, zweimal. Schaut mal, die Fläche hat fast keine Kante und da kann ich locker ein Billigregal mit reinpacken. Das passt auf jeden Fall. Also genügend Platz ist auch. Und dann würde ich sagen, springen wir noch kurz vor und schauen uns noch den Motor an. Ja, und jetzt geht's zum Motor. Den mache ich euch mal auf. Ah, dafür brauche ich viel Kraft. Es geht. So, und zwar haben wir hier einen 2 Liter Turbobenziner. Schaut ihn euch mal an. Der hat 310 PS, 400 Newtonmeter maximales Drehmoment. Der Formentor wird jetzt maximal 250 km/h schnell. Hat einen Verbrauch von 7,7 Liter. Wir haben heute aber definitiv mehr gebraucht. Und wie der jetzt beschleunigt, von 0 auf 100 in nur 4,9 Sekunden schauen wir uns jetzt mit dem Matthias an. Kommt mit. So, willkommen so an Bord. Dankeschön, ich habe echt Angst. Aber ich freue mich auch tierisch. Ich glaube, es gibt nichts für Angst zu haben. Okay. Wir müssen hier ein bisschen was einstellen, dass man den Lenkrad erreichen kann. Die haben da draußen jetzt gesagt, der Formentor sei jetzt ein bisschen anders als der andere. Hast du andere Reifen hier jetzt drauf, die das ein bisschen weicher nicht sind? Glaubst du nicht, okay. Der also nicht, was ich wusste. Nicht, dass du wüsstest, okay. Dann haben die vielleicht was Geheimes gemacht, aber okay. Ist gut, alles gut. Okay. So, alles gut? Ja, los geht's. Jetzt mal mein Launch Control. Oh Gott! Ach du Scheiße! Darf noch was fragen? Oh, ich frage sehr gerne. Wie fühlt es sich jetzt an, diesen Formentor zu fahren? Das ist das allererste Cupra, also 100% Cupra. Weil von der Ateca gab es ja auch eine Variante von Seat. Aber stimmt, das ist der erste. Das hier ist 100% Cupra. Ja. Deshalb, und das hier ist ja das, was ich, sag mal, in die Entwicklung verantwortlich für war. Ein bisschen Fahrwerk, Fahrgefühl, Bremsen, Motorschaltung. Und ich finde, das macht schon Spaß. Also hast du bei der Abstimmung aktiv mitgeholfen? Ja. Oh, krass. Also es fällt mir gerade ziemlich schwer, hier Fragen zu stellen, wenn der Matthias hier so wahnsinnig krass fährt. Aber jetzt machen wir nochmal einen Launch Control. Ich probiere nochmal. Er probiert nochmal den Launch Control. Den Kopf ein bisschen nach vorne. Ja. Ein bisschen nach vorne? Ja, okay. So, und dann halt den. Dann merkt man es besser. Okay. Eins, zwei, drei. Oh Gott. So eine schnelle Schikane hier. Eieieiei. Mensch, Leute, ich sag's euch. Wir sind jetzt hier mit einem Straßenfahrzeug unterwegs. Das glaubt man nicht, dass man so viel Spaß mit einem Auto haben kann. Oh. Ich hoffe, ihr fahrt nicht so auf offener Straße, aber ihr könnt das rein theoretisch. Und Cupra hat es echt geschafft, in diesem Auto das zu verbinden, was ich mega geil finde. Und ein verdammt dynamisches Fahren, das ist mega klasse hier drin. Der Sound ist der absolute Hammer. Ich bin super happy, dass ich hier mit dem Matthias ein paar Runden drehen darf. Ich kann euch dieses Auto nur empfehlen. Alter Vater, macht das Spaß. Wir haben jetzt hier 400 Newtonmeter, 310 PS. Und querfahren geht auch. Einfach nur hammergeil. Ich danke dir, Matthias. Dankeschön. Bitte gerne. Aber hat so Spaß gemacht. Ich sage euch, Leute, ich weiß nicht, ob ihr so Auto fahren könnt. Ich schätze wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich es könnte, ich würde wahrscheinlich den jeden Tag querfahren auf der Straße. Mega geil.
Falls ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann abonniert uns hier gerne auf Instagram, Facebook, YouTube und auch TikTok. Würde mich riesig freuen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.